Schwierig, schwierig. Yes. Komm ran. Oh, da kommen ja Bäume. Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars. Ich bin der Philipp und heute gibt's einen Zusammenschnitt vom Livestream vom Flugsimulator 2020. Wir haben letztens das erste Mal zusammen gezockt. Am Anfang hat's ein paar technische Probleme gegeben, aber die haben wir dann irgendwann gelöst und dann hat's richtig Bock gemacht. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schaut unbedingt bei uns im Discord vorbei. Da gibt es immer Informationen, wenn sowas stattfindet. Umso mehr Leute, umso spaßiger ist es. Danke an alle, die dabei waren. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, unbedingt auch ein Abo. Und wie gesagt, Discord. Unten ist der Link. Schaut da gerne vorbei. Wir haben einen extra Bereich für den Flugsimulator und Informationen und alles. Es ist schon gut geworden. So, wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs nach Tschernobyl. Wir folgen dem Lasse blind nach Tschernobyl. Oh mein Gott, ist das Flugzeug langsam. Du musst mal eine Schleife fliegen. Ich will neben dir fliegen. Jawohl, da fliegt er die Schleife. Nice. Ach, guck mal, der Onkel. Hey, Onkel, bist du auch wieder da? Ach, er steht noch in Rhodos wahrscheinlich. Also Leute, Rhodos ist in die Richtung, ne? Oh, das ist mal eine chillige Runde. Schön bei Sonnenuntergang. Oder Aufgang. Ich würde eher sagen Sonnenuntergang. Ich gehe mal ein bisschen vom Speed runter. Ich glaube, er kommt gerade nicht mehr ran. Okay, ich mach langsamer. Du hast aber auch eine Riesenschleife gezogen. Du hast die Mod für Tschernobyl. Ja, super. Ich hoffe, ich sehe jetzt auch was von Tschernobyl. Links oder was? Ich komme rüber, okay. Alles klar, Co-Pilot. Co-Pilot. Bin auf dem Flug. Zu dir. Über Tschernobyl. Wetter ist schön. Flug ist angenehm, ruhig, keine Böen. Ich sehe dich zu meiner linken Seite. Wohin müssen wir? Oh oh, Crash! Ich krieg dich. Ja, so will ich das sehen. Schön auf einer Höhe. Alter, bist du eine lahme Sau. Aber jetzt verstehe ich die Fragen nach, welches Flugzeug fliegen wir? Man sollte schon dieselben Flieger nehmen, damit man gleich schnell ist ungefähr. Ist noch weit nach Tschernobyl. Der Lasse hat Blei an Bord. 16 nautische Meilen. Alles klar, Roger, that. Ich flieg meine Schleife, ich komme dir dann hinterher. Ich will wieder auf deine Höhe kommen, das war geil. Die Cessna hatte ich auch schon mal als Modellflugzeug, beziehungsweise mein Bruder. Alter, der hat die so ins Feld gesemmelt. Oh, die war 10 cm tief in den Boden drin. Das war ein geiles Erlebnis. Die ersten Flüge. Boom! In eine Rakete eingeschlagen. 14 nautische Meilen. Roger that. Bin hinter dir. Seh dich. Oberhalb. Circa eine halbe nautische Meile. Grob. Über den Daumen gemessen. Auf dem Weg nach Tschernobyl. Ich denke mal, wir wären jetzt irgendwie 6 Flugzeuge. Das wäre schon sehr nice. Leute, kommt dazu. Kommt ran. Kommt in die Gruppe. Oh, ich muss vom Speed runter. Ich komm auf einen Meter mal ran, ne? Oh, jetzt bist du schneller als ich. Du siehst mich durchs obere Fenster. Boah, warte, ich lande auf dir. Stillhalten. Neun nautische Meilen, sagt der. Wie nennt man das? Der Flugführer? Auf jeden Fall. Roger that. Okay, ich nehme die Flaps raus. Irgendwie krieg ich dein Speed nicht drauf, ey. Schreib mal deinen Airspeed in den Chat, damit ich mich anpassen kann. 110 bis 120. Okay, habe ich aber auch drauf. So viel schneller bin ich nicht. Oh, jetzt passe ich mich an. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ich lasse es nur einfach aussehen. Ruhig fliegen, ruhig, flieg ruhig. Wieso bin ich trotzdem so schnell? Der Reaktor ist noch circa 8 nautische Meilen entfernt. Oh, jetzt sind wir auf einer Höhe. Geil! Trotzdem schneller als du. Boah, nice. Nice gecrossed, ey. Ich glaube, das sagt man so. Im Pilotenjargon. 5 nautische Meilen, okay. Das ist gar nicht so einfach. Komm runter da. Yes. Also zu zweit fliegen ist schon cool.
Jetzt 4 oder 5 Leute. Auch geil. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter. Dann gebe ich dem Simon mal einfach Streampause. Da freut er sich bestimmt auch mal. Kommt in Discord, da werde ich das dann publik geben. Ich folg dir, ne? Ich folg dir blind, Lasse. Ich folg dir blind. Und langsam, merke ich. Und langsam. Willkommen in Pripyat. Alles klar. Mein Mitflieger sagt, wir sind gerade in Pripyat angekommen. Ich weiß nicht, warum ich so einen russischen Dialekt mache. Ich finde, das ist aber passend. So, das ist die die Stadt vor Tschernobyl, Pripyat. Komisch, dass die Lichter an sind, weil ich würde ja sagen, die ist komplett geräumt. Sieht man auch das Atomkraftwerk? So, mein Vordermann sagt mir, hier ist der Reaktor 4 in Tschernobyl. Ah ja, okay. Ist hier der Sarkophag? Das ist aber auch nur rudimentär hier, ne? Der Lasse hat gesagt, dafür gibt es eine Mod. Brauche ich, unbedingt. Hast du Bock, hier zwischen zu landen? Kurz in Tschernobyl landen? Direkt am Reaktor? Mal gucken, was einem so wächst. Oh, Challenge. Ich sehe hier eine absolut geile Landebahn. Siehst du die auch, Lasse? Siehst du diese Landebahn hier? 1A. Challenge accepted. Wer zuerst hier oben gelandet ist, kriegt Respekt. Mein vollsten Respekt. Mach mal einen Backflip. Ey, mein Freund kann Backflip, ey. Wenn du die Mod installiert hast, dann habe ich jetzt verstanden, kannst du auf diesem Gebäude nicht landen. Mal gucken, ob ich auf dem Gebäude landen kann. Hey, Weltallfliegen geht hier nicht. Das ist ein realer Flugsimulator. Ich habe immer noch keine Pedals, ne? Das ist ja auch so nervig. Ich muss hier mit meinem Stick. I do this. Bisschen höher. Ein bisschen höher. Yes, baby, yes. Oh, lecker. Butter. Ich fall hier durch, ne? War nicht die schönste Landung? Aber ich bin drauf. Ich bin auf dem Gebäude drauf. Ich bin radioaktiv. Ich bin gestorben, meine Freunde. Schön mit euch. Bremsen. Danke für den Tipp. Fang mich. Wo bist du denn? Fang mich doch. Du warst die ganze Zeit hinter mir? Lüg mal nicht. Ja, hinter mir. In einem anderen Land bist du hinter mir gerade, so weit bist du entfernt. Hast du wieder eine lahme Möhre ausgesucht? Voll drauf. Oh! Ich hab ihn gelandet. Ein Looping, danach landen, direkt wieder abheben. Du meinst wahrscheinlich den Looping perfekt so drehen, dass er in der Landung gelandet ist. You know what I mean? I know what I mean. Okay, Looping. Ja, schaffe ich nicht. Halt's Maul. Grüß dich. Ich sehe dich. Wie geht es Ihnen? Oh, komm, wir heben ab. Der Flieger ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich hatte Strömungsabrisse. Leute, schafft ihr es unter der Brücke? Wo sind denn meine Jungs? Unter der Brücke, nicht über der Brücke. Unter der Brücke. Neu starten. Ich habe doch gar nichts berührt. Gar nichts gemacht. Okay, wir warten jetzt. Wir fliegen jetzt zu dritt los. Oh, da sehe ich ihn angeflogen. Kommen. Skeleton. Oha, was machst du denn?
Was? Trick. Na komm ran, Ometer. Sieht gut aus. Schaffst du's? Mach mich nicht kaputt, bitte. Oh, nice Landung. Guck dir den an. Oh, scheiße, ist weg. Oh, butterweich. Ah, runter. Oh, der nutzt die ganze Strecke aus, du. Nice. Er slidet hier wieder rein. Und der andere wieder an meine Seite, an die linke Seite. Mr. T, du musst ein Stück vorfahren, damit ich dich auch sehe. Gerade stehst du genau über mir. Okay, in mir. Ja, man kann auch in mir sagen. Da ist er. Da ist er rausgekommen aus mir. Seid ihr bereit? Dann einmal mit den Flügeln wackeln. Links, rechts. Querruder, links, rechts. Wenn ihr bereit seid. Das ist das Seitenruder, alles klar. Ah, das ist Querruder. Jawohl, okay. Dann Fullspeed. Und bitte voraus. Wir fliegen Richtung Brücke und fliegen unter der Brücke her. Mr. T, Sie geben das Kommando. Genau. Ja. Fahr. Flieg. Ja. Nice. Wunderbar. Und zur linken Seite sehen Sie den Ozean. Erdkunde 1a. Und lasst uns mal versuchen, auf selber Höhe zu bleiben. Ja, schön. Wohin wollt ihr denn? Wir müssen runter, ne? Unter die Brücke ist das Kommando. Unter die Brücke her. Unter der Brücke her. Hey, hier steht ein Flugzeugträger, Jungs. Habt ihr den schon gesehen? Wo seid ihr denn? Ja, genau, unter der Brücke. Aber kommt dem Wasser nicht zu nah. So, ich fliege jetzt unter der Brücke her. Und ihr? Niemals! Was das? Kann man unter der Brücke einfach nicht herfliegen? Ist da irgendeine Wand oder so? Geht. Sag mal, wo du hergeflogen bist. Ich bin jetzt schon dreimal daher geflogen und würde sagen, safe, dass ich da durch bin. Aber Spiel sagt nein. Computer sagt nein. Sieh zu und lerne. Oha, ja warte, ich lande eben auf dem Wasser und dann sehe ich dir zu. Ja, wir sehen dir alle zu. Bis jetzt bist du über der Brücke hergeflogen. Ich sehe dir zu. Okay, bei mir sah es ganz komisch aus. Ich schwimme erstmal unter der Brücke her. Ich komme da nicht durch. Okay, lassen wir das. Lass mal ein bisschen durch die Hochhäuser fliegen und Katz und Maus spielen, würde ich sagen, oder? Oh, jawohl. Oh, scheiße. Alles gut, all gut. Ich bin der Beste im Rückwärtsfliegen. Easy. Boah, denk mal, das macht einer, ey. Der wird, glaube ich, direkt von dem Flugzeugträger da eingesammelt. Aber ohne Landung. Der war geil, oder? Der war geil gerettet. Sei ehrlich. So wie der hier. Nein. Wo sind denn hier die guten Piloten? Schon wieder alle abgeschmiert, oder was? Ah, da ist einer hinter mir. Wer schafft es, mich zu fangen? Ich flieg nicht Vollspeed. Schafft ihr, mich zu fangen? Hast du eigentlich recht, ja. Ich sollte echt Pilot werden. Ich hätte auch auf dem Hudson River gelandet. Rückwärts auf dem Kopf. Also rückwärts. Was war das? Wie kommst du nochmal am Airport vorbei? Du hast schon verstanden, wie das funktioniert mit fang mich? Wie wär's mit fliegt mir alles nach? Das wäre doch mal eine Aktion. Ob ich auf dem Kopf fliegen kann? Natürlich kann er auf dem Kopf fliegen. Der Flieger möchte aber nicht, dass ich auf dem Kopf fliege. Oh, da ist aber einer hingefallen. Komm, wir machen eine Platzrunde. Einmal auf dem Kopf. Naturtalent, er hat ja gar keine Ahnung. Aber danke. Du bist gelandet. ja.
Ey, aber du bist heile, ne? Boah. Sturzflug auf ihn, Sturzflug. Nice.